Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr Edgard Home auf eurer Synology NAS installieren könnt. Wir fangen an, wir melden uns zunächst einmal in der Synology NAS an und dann gehen wir einmal kurz auf die Systemsteuerung, beziehungsweise nicht in die Systemsteuerung, wir gehen einmal in das Paketzentrum und suchen zunächst Container. Heißt auch jedes Mal wieder anders. Einen Moment. Ja, Container Manager. Hieß früher anders, heißt aktuell Container Manager. Den installiert ihr und dann geht ihr auf Öffnen. Dann können wir mal die Projekte bzw. die Container anschauen. Ich habe in dem Fall nur den einen. Das heißt, wir haben in dem Fall hier den Edgard Home. Ich zeige euch schon mal, wie ihr das Image runterladen könnt. Hier seht ihr auch andere Images. Das heißt vom Grundprinzip, wir gehen einmal hier hin und suchen dann nach Edgard. Ja, weil ich es schon habe. Also in dem Fall sucht ihr einfach nach dem hier. So, ihr geht nämlich dann auf Container, geht auf Erstellen, wählt das Image aus, in dem Fall mein Edgard. In dem Fall mache ich Ressourcenbeschränkung auf 4 GB RAM. Wir machen ein Autoneustart rein, gehen auf Weiter. Hier machen wir zwingend den 3001er rein, weil der 3000er Port ist schon in Verwendung von meinem Edgard, den ich schon erstellt habe. Dann gehen wir einmal runter. Die anderen Ports können wir erstmal lassen. Dann gehen wir runter und hier ist ganz wichtig, ganz unten auf Host umzustellen. Host heißt, er nimmt die IP-Adresse von 192.168.210.2. Bei dem anderen wäre es sonst ein Koppelnetz, nutze ich nicht. Ich nutze mal das, weil dann kann man direkt darauf zugreifen. Wir gehen auf Weiter. Dann meldet ihr hier nochmal alle Informationen. Wir gehen auf Fertigstellen. Dann dauert das je nachdem ein paar Minuten. Wir können uns das auch anschauen. Wir gehen auf Details und auf Protokoll. Und dann sehen wir, wie weit er hier fertig geladen hat. Sehen wir schon, er kann es natürlich nicht binden, weil ich den Port schon in Benutzung habe. Ist aber an sich nicht schlimm, weil wir wollen ja nur die erste Einrichtung machen. Den Rest zeige ich euch in meinem richtigen Edgard. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, machen Enter und schauen mal nach, wann er gleich fertig geladen hat. So, wir haben jetzt den Edgard Home 1. Das heißt, wir würden uns jetzt einmal kurz anmelden und öffnen uns das hier, melden uns einmal kurz an. Moment. So, jetzt sehen wir einmal die Einstellungen. Jetzt gehe ich für euch nochmal in den Einrichtungsassistenten, da ich es ja schon eingerichtet habe. In dem Fall ist das dieser hier und hier könnt ihr dann sagen, wie ihr was einstellen möchtet. Am Anfang kommt noch die Admin-Oberfläche, da kann ich euch vielleicht nochmal ein Bild einblenden, wenn ihr über den Port 3000 geht. Das geht leider nicht, weil sonst müsste ich meinen Edgard löschen. Und dann könnt ihr hier euch halt auch anklicken, wie ihr dann den DNS ändern könnt. Im Normalfall ist das Beste in der Fritzbox einfach dann die 192.168.210.2 anstatt der 1 zu nehmen. Dann läuft der DNS über euren Edgard und blockt dann die einzelnen Sachen. Können wir hier einmal zurückgehen über die Übersicht. Ihr seht jetzt schon, etliche Sachen wurden schon gesperrt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Disney Plus oder irgendwas andere oder irgendwelche Webseiten, wo Werbung drauf ist, wird das in dem Fall direkt weggeblockt. Dann könnt ihr nämlich hier unter Einstellungen, allgemeine Einstellungen, hier sind dann nämlich bestimmte Einstellungen möglich, wie bestimmte sichere Suchen kann man zum Beispiel erzwingen. Dann bestimmte Protokolle. Dann kann man bestimmte Domains eintragen, die ignoriert werden sollen. Also nicht geblockt werden sollen. Und hier unten das gleiche nochmal ignorierte Domains und hier auch nochmal ignorierte Domains bei den Statistiken und einmal bei den Protokollen. Dann gehen wir hier kurz drauf, gehen auf DNS-Einstellungen. Das ist der Standardwert. Da könnt ihr euch aber auch im Netz einfach mal andere Queries nachschauen und mit hinzufügen. Dann gibt es hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich nutze immer den oberen. Und hier sind die Beispiele, die man halt noch hinzufügen kann. Der Fallback DNS-Server ist standardmäßig der auch im NAS hinterlegt ist, in dem Fall die Punkt 1.
Und dann gibt es bestimmte DNS-Server, die man noch hinterlegen kann. Dann die Serverkonfiguration, bestimmte Grenzwerte. Habe ich in dem Fall alles auf Standard gelassen. Dann den Cache, ist auch Standard. Könnt ihr ein anpassen, wie ihr möchtet. Und hier dann noch bestimmte Bindings, beziehungsweise nicht zugelassene Domains. So, dann gehen wir hier mal kurz rein. Client-Einstellungen. Hier seht ihr ganz normal die Geräte, die jetzt schon kommunizieren darüber. In meinem Fall auch mein Auto. Und dann gibt es ganz unten auch noch die Möglichkeit, theoretischen DHCP-Server einzurichten. Ich nutze aber den DHCP-Server von der Fritzbox, also das ist besser. Und dann könnt ihr hierüber auch sehen, ob der Status an ist, und hier könnt ihr den Schutz aktivieren und deaktivieren. Ja. Das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.